Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Flüsse aus Blut 2 Bundle von Blockmonster und Schwarz. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zum Bundle und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Flüsse aus Blut 2 von Blockmonster und Schwarz. 11 Jahre ist es her, im Jahr 2006 kam der erste Teil und jetzt haben wir den, wie hier steht, die lang ersehnte Fortsetzung des Untergrundklassikers Blockmonster Schwarz Flüsse aus Blut 2. Das Ganze natürlich erschienen über Hirntod Records. Komplett produziert von Blockmonster mit Features von Frauenarzt, Taktlos, Sixten, Crystal F, Rako und Trauma Clan. Inklusive 16 Minuten Posse-Track mit 34 Features. Ja, das Bundle besteht aus dieser CD, die ich eben in den Händen halte, aus dem Tape, also der Kassette und einem Sticker. Wir werden mal die CD öffnen, weil das hier ist nur ein Aufkleber, ein Sticker auf der Folie. Das heißt, wir schauen mal, wie das Ganze ohne aussieht. Beziehungsweise wir brauchen den ja nicht mehr, jetzt haben wir ja gelesen, was sich drin befindet. Jetzt ist nur die Frage, wo wir das am besten aufschneiden oder ob wir das überhaupt aufschneiden müssen. So. Weil es gibt manche CDs, die haben dann hier unten so einen Streifen. Jawohl, funktioniert. So, da ist der Aufkleber weg und jetzt offenbart sich das eigentliche Cover. Also, wir sehen hier Hirntod Records präsentiert, Blockmonster schwarz, einmal Block, einmal schwarz, Flüsse aus Blut 2. Hier steht dasselbe noch einmal. Und wir sehen hier schon auf dem Cover, worum es geht. Also um Gewalt und Blutvergießen natürlich. Wir haben hier im Hintergrund einen armen Menschen, das ist ein Mann, vielleicht ein feindlicher Soldat, der hier gefailt wurde. Dann haben wir hier Blockmonster mit einer AK und Schwarz mit einem Messer bzw. mit einer Machete. Und ansonsten eben der Schriftzug hier Flüsse aus Blut 2, der Zweier hier als S verwendet. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben an der Zahl genau 17 Tracks. Und wir haben Features von Crystal F, Rako, Frauenarzt und Taktlos, Sixten, das spiegelt leider etwas, Trauma Clan und Fab Genesis. Diese Tracks haben wir und das hier sieht sehr nach, ja, nach einer Kanalisation, nach einem Keller aus. Auch hier jede Menge Blut, ein Autoreifen und diverse Werkzeuge. Also sieht so nach Folterkeller oder Kanalisation aus. Credits und ein Barcode. Und dann schauen wir mal hinein. Also, CD sieht folgendermaßen aus. Lässt sich nicht drehen. So. Das ist die CD. Hier das Hirntod-Logo in Schwarz und Rot, klassisch gehalten. Das Ganze über Distri erschienen. 100% Hirntod lesen wir hier noch. Und dann werfen wir noch einen Blick in das Booklet bzw. in den Einleger. Dieser ist sehr minimalistisch gehalten. Also relativ dünn das Ganze. Wir haben hier das Cover, dann haben wir hier die Infos zu den Beats bzw. wer sonst noch an dem Album beteiligt war. Und hier hinten noch Hirntod Merchandise. Alles klar. Zusätzlich in diesem Bundle haben wir zu der CD dann noch das Tape, Flüsse aus Blut, also das ist das Originaltape, das ist das Tape mit den Tracks aus 2006, also das ist nicht nochmal das hier,
sondern das ist der Vorgänger aus dem Jahr 2006, Flüsse aus Blut. Da haben wir nochmal Blockmonster und Schwarz. Ist nicht das Originalcover von damals, das hat anders ausgesehen. Hirntod Records präsentiert Blockmonster und Schwarz, lesen wir hier. So sieht das Ganze von hinten aus, Hirntod Logo. Rot und Schwarz dominieren hier. Und dann haben wir hier das Tape, also die Kassette. Natürlich auch eine A-Seite, hier beschriftet, Seite A und Seite B, so wie ihr es vielleicht von Vinyls kennt. Und dann haben wir hier noch im Einleger die Tracks aufgelistet, wobei man sagen muss, hier ist 1, 2, 3 mal ausgeschwärzt, und zwar einmal Mörder, dann einmal hier ist ebenfalls ausgeschwärzt, das ist Massaker und das Outro. Man muss jetzt dazu sagen, Massaker und Mörder sind jeweils Kids gewesen damals und das Outro ist ebenfalls nicht drauf. Also diese zwei Skits und das Outro fehlen. Ansonsten sind es wirklich die Originaltracks von damals. Und man muss sagen, hier der Track Nummer 8 auf der Seite B, der ist zusätzlich. Also den gab es damals nicht, das ist eben der Flüsse aus Blut Posse Track, der uns auf der CD angekündigt wurde mit diesen vielen Features. Der ist hier die Nummer 8. Also, vielleicht lese ich noch ganz kurz vor, wer hier die Features sind. Wir haben hier Features von Uzi, Dr. Faustus, nochmal Uzi, Dr. Jekyll, Dr. Faustus, Uzi, Uzi, Dr. Faustus, Pervers, Hirntod Crew 2006 und DJ Corks. Dann gehen wir das Ganze mal wieder zurück. Und dann haben wir als dritten Bestandteil des Bundles noch einen Sticker, relativ klein. Der ist nicht in quadratischer Form, denn wenn wir ihn hier rauslösen, ist er rund. Und wir sehen hier eine, ja, so eine Holzente mit so einem Stiel hinten. Vielleicht kennt man das noch aus Kindheitstagen. Das war so eine Ente, die man mit diesem Holzstock geschoben hat. Und dann hat die hier so gewatschelt. Ist alles sehr blutbeschmiert hier. 100% Hirntod, dieser Stempel. Und hier steht dann noch Flüsse aus Blut 2. Alles klar. Wir fassen zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das Tape Flüsse aus Blut. Einmal die CD Flüsse aus Blut 2. Und dann noch dieser Flüsse aus Blut Sticker. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Album? Was haltet ihr von dem Album? Beziehungsweise von dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blockmonster und Schwarz unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.